Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch zu einem neuen Video. Heute mache ich Präniki. Präniki, das sind so schöne kleine weiße Plätzchen. Diese Plätzchen sind sehr gut geeignet auch für Weihnachten, für den Adventsteller. Aber man kann sie das ganze Jahr essen. Die schmecken immer gut. Meine Kinder und meine Enkelkinder und auch wir selbst mögen diese Präniki sehr. Ich zeige euch noch, wie die aussehen, wenn man sie durchbricht. So sehen sie von innen aus, schön weich und sehr lecker. Von außen diese Zuckerglasur, die ist fest. Die ist so fast ein bisschen knusprig. Meine Kinder mögen das so, wenn die so schön fest ist und innen sind sie schön weich. Sehr schmackhaft und sehr lecker. Ich empfehle euch, dieses Gebäck mal nachzubacken. Ich denke, euch wird das auch gefallen. Die halten sich sehr gut, sehr lange. Man kann sie auch einfrieren, in Gefrierbeutel tun, fest zumachen und später beim Auftauen auch im Gefrierbeutel lassen. Nicht öffnen, nicht an der Luft öffnen und auftauen, sondern in einem festen Beutel, wenn man jetzt nicht alle rausnimmt aus dem Gefrierbeutel, dann einen Teil rausnehmen und in einen anderen Beutel tun und verschlossen stehen lassen und auftauen. Das ist ein Geheimtipp, den habe ich mal bekommen und das ist sehr, sehr gut. Sonst werden die nämlich, wird die Zuckerglasur klebrig und feucht, wenn sie an der Luft auftauen. Aber wenn sie im Beutel auftauen, dann bleiben sie so, wie sie sind, wie frisch, einfach wunderbar. Also das empfehle ich euch so zu machen, weil für so manchen ist vielleicht so eine große Portion auch zu viel. Aber wenn man sich schon damit beschäftigt, ist es gar nicht mal so schlecht, gleich viel zu machen, dann hat man viel länger was davon. Man kann die Portion natürlich auch teilen. So, genug des Redens, jetzt geht's los. Folgende Zutaten brauchen wir dafür: 400 ml Kefir, 400 Gramm Zucker, 2 Päckchen Vanillezucker sind da mit drin, je 8 Gramm, 3 Eier, 150 Gramm Margarine, die muss weich sein, 1 Päckchen Backpulver, und ein Päckchen Hirschhornsalz. Hirschhornsalz, das sind 15 Gramm. Wie das auf Russisch heißt, weiß ich nicht. Ich werde es auf Deutsch aufschreiben und wer möchte, kann es dann bei Google nachschauen, wie es Russisch heißt. Auf jeden Fall ist da Ammoniumhydrogencarbonat drin. Ein Backtriebmittel ist das. Hirschhornsalz heißt es. Es ist in der Weihnachtsbäckerei kommt das vor. Das rührt man mit ein wenig Wasser an. Außerdem brauchen wir etwa 2 Kilo Mehl. Den Teig mache ich wieder in der Küchenmaschine. Wer möchte, kann ihn natürlich mit dem Handmixer machen, mit dem Knethaken oder von Hand. Das geht natürlich auch. Als erstes geben wir die Eier hinein. Danach den Zucker und Vanillezucker. Dann die Margarine. Die Margarine habe ich in der Mikrowelle noch schön weich gemacht. Die muss nicht unbedingt aufgelöst sein, aber kann auch aufgelöst sein. Aber die muss auf jeden Fall so weich sein. Die kommt jetzt auch hier dazu. Geben wir den Kefir hinzu. Das Ganze vermischen wir jetzt ein wenig. Wenn wir das Ganze so ein wenig umgerührt haben, das hat jetzt vielleicht so 2 Minuten so gerührt, nehmen wir unseren Hirschhornsalz und mischen das mit ein wenig Wasser an. Wenn das sich so beginnt, ein wenig aufzulösen, ich rühre das jetzt einfach mal so mit dem Teelöffel um. Wenn das sich so beginnt, ein wenig zu zerlegen sozusagen, gebe ich das zu der anderen Masse. Jetzt kann ich auch sofort das Mehl hinzugeben. Zuerst eine Packung. Backpulver.
Jetzt verrühre ich das Ganze wieder. Wenn der Teig etwa so aussieht, das hat jetzt auch etwa 2 Minuten so geknetet, jetzt gebe ich noch mal eine halbe Packung Mehl hinzu. Etwa. Ja? Und rühre weiter. Nach etwa 2 Minuten sieht das dann so aus und ich finde, es ist noch ein bisschen zu weich. Ein klein wenig Mehl gebe ich noch hinzu und dann ist der Teig auch schon fertig. Etwa so. Den Rest, das Restliche, das ist jetzt ungefähr ein Drittel drin geblieben, das nehme ich mir jetzt auf, das werde ich gleich beim Ausrollen noch brauchen. Nicht alles vielleicht, aber ein Teil davon. Wenn der Teig beginnt, sich so vom Rand zu lösen, wie hier, dann ist er fertig. Dann kann ich die Maschine ausmachen und den Teig rausnehmen. So. Dass er ein wenig klebt, das ist völlig normal. Er muss auch ein bisschen kleben. Jetzt streue ich mir die Arbeitsplatte mit Mehl ein. Das sieht man jetzt leider nicht. Ich schiebe das mal so zur Seite. So. Und hier gebe ich den ganzen Teig jetzt drauf. Das ist eine sehr große Portion, ihr seht schon. Aber das soll auch so sein. Wenn ich den Teig so komplett aus der Rührschüssel rausgegeben habe, muss ich ihn hier nochmal ordentlich verkneten. Hierfür brauche ich jetzt nicht mehr viel Mehl, nur eben so, dass das nicht festklebt. So, jetzt ist er auch schon fertig. So sieht er aus. So muss er auch sein. Er darf nicht zu weich, auch nicht zu hart sein. Bevor ich jetzt anfange auszurollen, stelle ich den Backofen auf 190 Grad, damit er schon mal vorheizt. Jetzt teile ich den Teig in 4 gleiche Teile. So. Ich knete das mir noch so ein bisschen glatt zurecht und lege das beiseite. Streue mir hier Mehl hin und lege mir die zur Seite. So. Eins von den Teilen behalte ich gleich und fange damit an zu arbeiten. Ich habe hier ganz viel Mehl verstreut. Das nehme ich jetzt alles zusammen und beginne auszurollen. Obendrauf gebe ich auch ein wenig Mehl und rolle aus. Der Teig muss etwa 1 cm dick sein. Kann ein bisschen dicker als 1 cm sein, aber nicht dünner. Etwa so. Ich zeige euch das mal. Etwa so. Seht ihr? So. Jetzt gebe ich wieder ein bisschen Mehl drunter, damit es mir nachher nicht festklebt. Ein bisschen gerade. So, dann habe ich hier eine Plätzchenform, die ist 3,5 cm Durchmesser. So klein will ich sie auch gerne haben, 3,5 cm. Man kann auch 3 cm nehmen, wenn man hat.
Aber größere kann man auch machen. Größere möchte ich nicht. Ich mache so kleine. Das drücke ich jetzt aus. So. So sehen die aus. So dick. Und so kommen sie aufs Backblech. So. Mit Abstand, weil die gehen auf. So mache ich das jetzt mit dem gesamten Teig, mit allen vier Teilen. Die rolle ich alle so aus und drücke mir dann die Plätzchens aus. Die Reste, die dann so übrig bleiben vom ersten Ballen, die gebe ich einfach hier zu dem anderen dazu. So, knete die so ein bisschen mit rein und verarbeite die wieder. Mache das von allen Seiten schön glatt und gerade. Streue mir wieder ein wenig Mehl runter. So. Und beginne wieder auszurollen. So, jetzt habe ich ein Blech fertig. So sehen die aus. Der Backofen ist inzwischen vorgeheizt bei 190 Grad. Ober- und Unterhitze. Keine Umluft anmachen, sonst werden die Plätzchen schief. So sehen die jetzt aus. Die waren 25 Minuten drin. Und jetzt sind sie fertig. Die sollen auch nicht zu braun werden, aber eben doch durch sein. Also 25 Minuten in meinem Backofen. Müsst ihr dann gucken nach eurem Backofen. Wenn die etwa so aussehen, schön groß, also so hoch werden und ein klein wenig bräunlich. Ich weiß nicht, ob man das sieht. So klein bisschen bräunlich, aber wirklich nicht viel. Dann sind sie fertig. Ich gebe die auch sofort in so eine Schüssel rüber. Die brauchen nicht auf dem Gitter stehen oder irgendwo auskühlen. Alle in so ein großes Gefäß. Und hier bleiben sie dann und kühlen auch hier so nach und nach aus, bis die letzten reinkommen und dann geht's weiter. So, meine letzte Portion ist fertig. Die gebe ich jetzt auch hier noch dazu. Jetzt sind sie alle fertig. Jetzt kann ich auch sofort beginnen mit dem Beschmieren von der Zuckerglasur. Für den Zuckerguss brauchen wir 600 Gramm Puderzucker, 100 Gramm Schlagsahne und 100 Gramm Milch sind hier drin. Und außerdem brauchen wir noch etwas Zitrone. Da kann man auch frische Zitrone nehmen. Ich nehme jetzt die, so einen guten Spritzer davon. Zu Anfang gebe ich den Puderzucker in so eine Rührschüssel. Ich werde das mit dem Mixer machen. Und gebe etwas von der Schlagsahne, also die Hälfte mit der Schlagsahne und Milch schon mal dazu. Und auch einen Spritzer von der Zitrone. So. Jetzt schlage ich das Ganze. Der Zuckerguss sich so schön vermischt hat und so eine schöne gleichmäßige Masse entstanden und so zieht. Seht ihr? Es muss sich so ziehen. Dann ist es genau richtig. So will ich es haben. Dann lasse ich den Schneebesen jetzt abtropfen. Das ist dann der Rest, den brauche ich nicht mehr. So, jetzt geht es weiter. Ich nehme mir jetzt hier einige von meinen Plätzchen. Schmeiß die hier so rein und wälze die in der Creme. Verschmiere die so ein bisschen und lege die hier aufs Papier. So müssen die aussehen. So. Die müssen unbedingt von allen Seiten beschmiert sein. Das schützt die auch, dann trocknen die nicht so schnell aus und bleiben lange von innen weich und frisch. Also die müssen unbedingt so richtig schön gedreht werden und dann aufs Papier legen. Dass möglichst keine trockenen Stellen bleiben. So richtig schön drehen. So. Und aufs Papier damit.
Ja, und so mache ich das jetzt mit allen. Lasse sie dann betrocknen. Und wenn die oben ein wenig trocken werden, dann drehe ich die einmal um, dass sie von der anderen Seite auch betrocknen. Und ja, und dann lasse ich sie liegen, stundenlang. Also bestimmt so 5-6 Stunden oder manchmal auch über Nacht, wenn die schon umgedreht sind. Dann können die auch ein bisschen länger liegen. Die müssen richtig schön durchtrocknen. Und dann packe ich die ein. Und dann halten die sich ziemlich lange. Wenn man möchte, kann man natürlich den Zuckerguss auch mit dem Eiweiß machen. Mit 3 Eiweiß auf diese Portion. Mit Puderzucker, genauso wie mit Puderzucker das mixen. Und Zitrone dazugeben. Das wird dann richtig schön weiß. Das Eiweiß kann man vorher ein wenig mehr mixen, also aufschlagen. Und dann den Puderzucker dazugeben. Das mache ich jetzt aber nicht mehr. Das habe ich früher gemacht. Jetzt mache ich das nicht mehr, weil manche Leute wollen das dann nicht essen wegen den Salmonellen und so. Wenn man die aber einfriert, ist das überhaupt kein Problem. Wenn man die jetzt mit dem Zuckerguss macht vom Eiweiß, kann man die einfrieren und dann sind ja alle Salmonellen abgetötet. Das kann man auch machen. Ja, so sehen die dann aus, wenn sie alle beschmiert sind, alle auseinandergelegt zum Trocknen. Wenn die so oben beginnen, das geht ja sehr schnell, innerhalb von einer oder fast 2 Stunden jetzt, dann werden die oben so trocken und dann kann man die so langsam alle anheben und umdrehen, damit sie von der anderen Seite auch betrocknen. Das mache ich dann mit alle, wenn die so oben rum schön trocken sind, drehe ich sie einmal um, so, damit sie von der anderen Seite auch schön betrocknen. Wir haben einen neuen Morgen. Die haben bei mir die ganze Nacht auf dem Backpapier gelegen und zwar so. So viel hat es ergeben. Das ist jetzt die Portion. Ich habe sie diesmal nicht gezählt, aber ich habe sie früher mal gezählt, waren es weit über 200, ich weiß nicht mehr, 230 oder 220, irgendwie so. Ja, ich denke, das ist ein schönes Gebäck, gerade wenn man Kinder hat, lässt sich das gut essen. Meine Kinder und meine Enkelkinder essen das sehr gerne mit Milch oder mit Kakao. Schmeckt das wunderbar, ist richtig lecker und schön weich und auch die kleinen Kinder, die kleinen Enkelkinder mögen das sehr. Ich werde mich an dieser Stelle von euch verabschieden, empfehle euch dieses Gebäck mal nachzubacken und wünsche euch viel Freude dabei und sage bis bald.